zu meinem. Ja. 46. 7 Days to Die Stream. Wir haben Donnerstag, 26. April 2018, 21.07 Uhr, Windows 7 Internetzeit. Und ich mache nochmal ein klitzekleines Mini-Ründchen, weil ich eben extrem Bock drauf habe. Das machen wir auf 30 runter. Heute streamen neben mir ständig noch andere Leute. Das ist schrecklich, aber macht nichts. Widersprüchlich aussah gerade. Da. Okay. Spiele. Nein, nein, nein. Hier, das, zack, rüber. Wollen wir mal. Noch ein Nachspiel. Ich arbeite an einem neuen Projekt. Ich bin nicht so viel dran. Okay, wollen wir mal. Wollen wir mal. Ja, jetzt redet es natürlich sehr schnell über 10, wenn ich noch zwei Streams nebenbei laufen habe. Noch nicht drauf zu greifen. Irgendwie hakt's. Na, Moment. Ja, jetzt. Jetzt kommen wir auch über 10 GB mal wieder. Schwankt. Na Hüti. Oh ja, jetzt sind es richtig viele. Jetzt sind wir schon was bei 11 GB, ja. Da tobt der Bär. Schauen wir nebenbei noch andere Streamer an. Hab Lust drauf. Hab Lust. So. Oh, der Durst. Der hat mein Typ erdurst. Und Hunger. Ich bin auch sehr leise gestellt. Bald werde ich wieder Eisen suchen müssen. So. Und trinken. Jetzt muss ich erst mal eine Pille nehmen. Die Anti-Baby-Pille. Ich keine Zombie-Babys kriege. So. Rein, rein, rein. Run, run, run. Die Anti-Baby-Pille. Zack, zack. Ich hätte vielleicht doch noch ein paar Zeugen in Auftrag geben sollen. Die werden nicht reichen.
Ich werde definitiv noch auf Eisenjagd gehen heute. Naja, hier halte ich auch so ein bisschen Eisen, aber das brauche ich dann eh wieder für solche Hüte hier. Upsala. Hi, positiv. Was geht? Morgen ist schon mal Blutnacht. Ich jetzt noch keine Lust drauf, weil mein Bollwerk hier noch nicht ganz fertig ist. Nichts bei dir? Oh, nichts Besonderes, hat ein bisschen Kopfschmerzen. Ansonsten alles in Ordnung. Relativ. Ja. Ich kann schon ein paar neue Spitzen bauen. Machen wir mal 14. 120. Also das Metall dürfte mir noch nicht ausgehen. Zumindest die Spitzen müsste ich noch zu Ende bauen können. Beim Zaun bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber bei den Spitzen. Bruch. Freitag, Samstag.
Trink mal Kaffee. Ich blick das Spiel nicht so ganz. Hatte mir das auch gekauft. Kannst mir jede Frage zu dem Spiel stellen, wenn du möchtest. Was blickst du denn nicht so ganz? Den Sinn oder wie es funktioniert? Abreisen dauert ein bisschen lang und ist immer ein bisschen eintönig, ja. Oh ja, stell mir Fragen. Immer her. Wie starte ich am besten? In der Wüste. Wenn du dort überleben willst, findest du in der Wüste am ehesten Trinken und Nahrung. So doof das klingt, auch hier in dem Spiel bist du in der Wüste am besten vorgesorgt. Du fällst Kakteen, baust dir erstmal eine Steinaxt, fällst Kakteen, sammelst Yucca-Pflanzen, sammelst Aloe-Vera-Pflanzen. Die Yucca-Pflanzen kann man essen, die Yucca-Pflanzen kann man in Getränk verwandeln und die Aloe-Vera-Pflanzen kann man in Medizin verwandeln. So startet man. Danach suchst du dir in einer weltlichen Gegend, nicht weit weg von der Wüste, ein kleines Haus. Am besten ist es, du baust dir selber eins, anstatt eins zu nehmen, was schon da ist. Weil die Häuser, die schon da sind, da spawnen immer Zombies drin. Ist keine gute Idee, Häuser zu übernehmen. Also bau dir ein kleines Haus. Am besten aus Steinen oder auch aus Holz, aus doppeltem Holz oder aus mit Metall versehenem Holz. Und dann sammelst du halt Metall und Holz. Metall und Holz, Metall und Holz, Metall und Holz. So fängt man das Spiel an. Und natürlich Essen suchen und Gefäße, wo man Getränke auch sammeln kann. Danach kümmerst du dich so um normales Wasser. Um ein Lagerfeuer, dass du normales Wasser abkochen kannst. Aber die Yucca-Pflanzen in der Wüste sind wirklich das A und O, wenn es um Essen und Trinken geht. Und Aloe Vera für Medizin. So startet man. Ich habe gefühlt noch nie gegessen. Im Game? Na, du hältst auch am Anfang eine Weile durch. Aber wenn du bei 0% bist, dann wird's ätzend. Da wird er richtig schwach. Verliert Energie, verliert Gesundheit und und. Also erstmal den Wanst vorher mit 100%. Bin bei einer kleinen Stadt auf dem Hochhaus. Ja, dann durchsucht die Häuser in der Stadt. Finde Dosenfutter. Finde sauberes Wasser, finde schmutziges Wasser, versuche schmutziges Wasser abzukochen. Und am Anfang kann ich starten, einen Hochstand zu bauen, also ein kleines Baumhaus. Ist einfach nur Baum, machst irgendwie Holzblöcke drüber und eine Leiter, damit die Zombies bei der Blutnacht dich nicht angreifen können. Also. Und dann sitzt du halt die Blutnacht aus. Am Anfang, wo du noch ja, keine ordentlichen Waffen hast. Dann baut ihr Pfeil und Bogen oder eine Armbrust und dann geht das Spiel langsam richtig los. Jo. Eigentlich simpel, ich habe das Spiel schon 100 Mal angefangen, gefühlt. Gezwungenermaßen, weil sie den alten Server kaputt gemacht haben. Biu. 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 So, und wenn du auch schon mal ein bisschen was an Waffen hast, dann geht es fast nur noch ums kreative Bauen. Irgendwann bist du sowieso übermächtig in dem Spiel und die Zombies können ja nicht mehr. Man wird sehr schnell übermächtig in dem Game. Wie lange baust du an deiner Basis schon? An der hier? Oh, Wochen, einen Monat vielleicht. Das dauert, bis man diese Mengen an Stein und Eisen zusammen hat und Holz. Das dauert. Boah. Meine Basis ist ja riesig. 100 Meter mal 100 Meter mal 100 Meter mal 100 Meter. In einer riesigen Zombie-Falle, die ich ringsum gebaut habe. Und doppelt Mauer und Haus und alles Mögliche. Allein die Steinmenge für das Beton zu suchen, zu sammeln, das war heftig. Deswegen sollte man sich so schnell wie möglich eine Stahlspitzhacke bauen. Damit man ordentlich Stein abbauen kann, damit man Stein und Eisen kriegt.
Aber hier bestimmt schon im Monat oder so. Plus, minus. Ich bin jetzt an der vierten Wand, an der absoluten Vollendung der vierten Wand. Ich habe die schon ein paar Mal umgestaltet, aber jetzt wird es wohl das Ende werden. Bei dieser Base. Ob ich danach noch was Neues angehe, weiß ich nicht. Ich wollte noch ein paar unterirdische Gänge bauen und so. Mal gucken, ob ich dazu komme. Hier ist auch eine Zombie-Falle an der Außenseite. Und an der Rechts-Links-Seite. Also West und Ost. Da habe ich Gitter. Spikes. Speichen. Und natürlich hier eine Farm. Auf meinem burgartigen Grundstück. Eigene Beete dann und so weiter. Ordentliche Beete. Richtig ordentliche Beete mit ordentlicher Nahrung. Wo ich mir meinen Yucca selber anpflanze. Und da brauche ich natürlich niemand eine Wüste. Ist klar. Gibt es eigentlich einen Tag, wo meine fette Welle kommt? Oder wann geht es ab? Wenn nicht Blutnacht ist, bekommst du fette Wellen immer dann, wenn du oberirdisch Feuer anhast. Und zwar, wenn ich hier in meinem Haus die Schmiede anhabe und das Lagerfeuer anhabe und meinen Chemietisch anhabe, den habe ich alle 5 Minuten eine nervige Welle, die mir alles kaputt macht und ich komme mit dem Reparieren nicht hinterher. So lockt man Zombies an, da hast du immer Wellen. Wenn du kein Feuer anhast, kommen sehr wenig Wellen. Und das ist dann stark zufallsgeneriert. Eine Minute. Ach, die Minute warte ich jetzt einfach hier drin. So, ich müsste dann mal wieder ein paar Zeug hier herstellen. Aus Pilzen, Mais und Kartoffeln kann man schon verdammt viel Zeug herstellen. Rezepte, Karten, 20. Also du kannst zwar die Menge beeinflussen, wie oft Wellen kommen, aber nicht spezifisch an welchen Tag und zu welcher Minute. Und viel Krach machen, auf Steine draufhauen. Da kommen auch sehr viele Zombies. Der Schrotflinte durch die Gegend ballern. Was lockt die an, wie sonst so was? Aber ansonsten gibt es nur noch diese Blutnacht. Die Zombies sind relativ unwichtig geworden für mich. Die können ja mir gar nichts mehr. Fast schon langweilig. Auch wenn ein paar sehr starke dabei sind. Und natürlich, wenn ich unterwegs bin, immer noch sehr zerbrechlich und angreifbar. Aber in meiner Base hier? Nein. Ja, ist, uneinnehmbar. Ach, 84, dann machen wir 42. Was der Rest machen wir neue Creme. Ja, ich kann ja mal die Schwierigkeitsstufe hochdrehen. Muss nicht sein. Ich halte von den Zombie-Kämpfen eh nicht. Lass das mal so, wie es ist. Die Renden am Tag und die Grünen, die 1 Million Schuss einstecken, die reichen mir schon. Das ist einfach nur, dann ist es halt lästig, die Base hier jetzt mal reparieren zu müssen. PS, mit dir habe ich nicht gesprochen. Du darfst jetzt gar nicht hier sein und zuhören. Ich will ja nicht wissen, wie hoch der Schwierigkeitsgrad noch geht. Kommen da nur Grüne? Ja, die Grünen sind lästig. Boah, sind die lästig. Auch die Grünen könnten die Dings ja nicht einnehmen. Die würden ja einfach nur meine Zombie-Fallen kaputt machen. Und trotzdem nicht durchkommen in meine Base. Aber meine Zombie-Fallen wären dann ziemlich ruiniert. Wo sollte ich denn sonst sein? Keine Ahnung. Woanders schon gucken. Nee, ist ja schön. Ich bin ja froh, wenn ich hier überhaupt mal Zuschauer habe. So, das sind 5 Reihen. 5 mal 7 sind 35. Kartoffeln.
ist wieder lecker. Gemüsesuppe. Ich habe heute Realize übrigens auch Pilze gegessen. Ich esse die immer roh wegen der guten Nährstoffe. Und seid ihr auch, sind ja auch Pilzesser anwesend. So. Genau, die Hälfte Rezepte, Saatkartoffeln 35. Ich habe heute RL Relife auch Gemüsesuppe gegessen. Es gibt ja nichts Besseres. Ein echter Kenner der guten Küche. Was ist denn da so drin? Ich weiß, ich bereue die Frage gleich, aber ich stelle sie trotzdem mal. Ich esse ja nicht alle Gemüsearten. Und hier in den Spielferien mehr Möhren. Eine richtige Gemüsesuppe hören für mich Möhren. Hier in dem Game gibt es das auch nicht. Also es gibt hier schon Möhren, glaube ich, aber keine Gemüsesuppe mit Möhren. Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob es Möhren gibt. Hatte heute einen Burger eines 4-Sterne-Restaurants. Im Real Life. Wie sieht denn sowas aus? Ich mache ja Hunger. Möhren, Rosenkohl. Ach, Rosenkohl, Gott. Bohnen und so ein Zeugs halt. Komische Gemüsesuppe. Bohnen. Welche Art Bohnen? Grüne? Kann ich noch nachvollziehen. Rote könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, eine Gemüsesuppe. Grüne Bohnen? Weiße Bohnen? Rosenkohl mag ich ja vom Geruch her nicht, aber man kann es wahrscheinlich essen. Grüne Bohnen, okay, das ergibt Sinn. Und wahrscheinlich Kartoffeln, ne? Ohne Kartoffeln geht gar nichts bei mir, weil bei Gemüse-Dingen nicht. Kartoffel ist aber auch ein geiles Produkt, ich werde richtig high von. Da ist bestimmt irgendein Stoff drin, den mein Körper drin dringend braucht. Und ich habe vergessen, mir Kartoffeln im Glas zu kaufen. Ich wollte mir doch Kartoffeln im Glas kaufen. Ich bin so ein absoluter Vollidiot, ich hasse mich mein Leben lang. Ah, ich war gestern beim Großeinkauf. Habt ihr gar nicht gesehen. Wollt ihr meinen Einkaufskorb sehen? Habe ich vorhin schon gezeigt, den Leuten. Dein Bohneneintopf. Hast du meinen Bohneneintopf von meinem Hauptkanal gesehen? Der ist geil. Der Rosenkohl müffelt immer so komisch, aber lecker. Und ja, Kartoffeln natürlich auch. Ich habe gesagt, ich habe mich dagegen. Rosenkohl kann man essen. Geht. Aber müffelt. Unglaublich. Ja. So, ja, schön. 12 oder so. Rezepte. Oh, ich höre schon wieder Zombies angreifen. Na, wo sind sie? Die Grünen hasse ich. Ah, die Grünen hasse ich richtig. Da kann man sich fast nur auslocken, so nervig sind die. Kenn ich sie. Was kennst du? Mein Rezept, mein Bohneneintopf-Rezept. Lecker, oder? Heutzutage esse ich das nur noch mit Reis. Aber so habe ich es früher immer gegessen, so wie es da ist. Vor allem mit viel Pfeffer und Cheyenne-Pfeffer. Oh, Traum. Ich könnte drin baden. Ich muss den Bohneneintopf mal wieder machen. Habe ich noch weiße Bohnen irgendwo rumstehen? Ich glaube, ich habe keine weißen Bohnen rumstehen. Dafür brauchen wir ganz dringend weiße Bohnen. Dein Angas sagen. Ach, du kennst den. Okay. Wollen die nochmal zu zeigen? Wie sieht es mit positiv aus? Einkaufswagen. Da ist geiles Zeug drin gewesen, ne? Ah, lecker, lecker, lecker. Ah. Vor allem die vegetarische Mühlensalami hat es mir angetan. Ach, Mühlensalami. Ich habe seit mehreren Jahren jetzt keine Salami mehr gegessen, deswegen. Ganz schrecklich. So, hat man grüne Zombies los. Habt ihr das gesehen? So. Klappt natürlich nicht bei der Blutnacht.
Der Grüne hätte jetzt so 250 Rotkuchen gefressen. Die können wir zwar nicht tun, aber wirklich verrecken wollen sie auch nicht. Kenn ihn nicht, Einkauf sagen. Was kostet Kidneybohnen bei euch? 1,19 im Glas. Bio. Der Hälfte, wenn du es in nicht Bio in der Dose holst. Hab die Preise nicht im Kopf. Ja, also ich Bio. Ich Bio-Fanatiker. Ganz doll Bio. Ich habe ein geschwächtes Verdauungssystem. Ich muss mich relativ gesund ernähren. 30-40 Cent, cool. Bei uns immer noch 1,19. Ich kann Einkaufswagen ja nochmal kurz einblenden. Aber muss ich vorher weggehen, weil sonst töten mich Zombies. Die sind rot und sind von Thüringer Landgarten. Von Alnatura gibt es auch welche. Wie schon gesagt, ich halte immer nur im Glas. Und Bio. Zwei Grundvoraussetzungen für mich. So, mal kurz. So, Kidneybohnen. Kidneybohnen. Ja, du meinst doch die roten, oder? Nicht die weißen. Nicht, dass ich mich nicht irre. Nicht, dass ich mich jetzt irre. Moment, ich muss die Pilze noch schnell pflanzen. Hab ich fast vergessen. Brauchen wir am längsten. Sag mal, meinst du weiße oder rote? Weiße Bohnen, die gibt es ja immer in so einem relativ großen Gläsern. Sind auch deutlich billiger als rote. Okay, hätten wir. Nein, noch nicht ganz hier. Die roten, die weißen benutze ich nicht. Was schmeckt daran anders? Ey, die roten schmecken geil. Ich kann den Geschmack nicht beschreiben. Das ist mit nichts zu vergleichen. Die haben alle Eichengeschmack und rote türmen mich am meisten an. Ich weiß nicht warum. Ich kann den Geschmack nicht beschreiben. Der ist anders. Lecker. Weiße schmecken irgendwie urdeutsch. Was ich vielleicht auch nur so fühle, weil ich in meiner Kindheit sehr viele weiße Bohnen gekriegt habe. Aber rote sind schon was Besonderes. Die sind richtig geil. Die gab es in der DDR nicht. So, Moment mal. Mein Einkauf. Ich gucke mal kurz nach. Bilder. So. Das ist mein kleiner Einkaufswagen, mein Standard 8-Wochen-Einkauf. Und hier sind grüne Bohnen und dahinter sind rote Bohnen im Glas von Thüringer Landgarten. Dann habe ich noch Bio-Rotkohl, Bio-Gurken und absolute Highlights: vegetarische Pizzen, vegetarisches Curry und ungesunde Süßigkeiten. Dann nehmen wir das zweite Bild, das ist etwas aussagekräftiger. Das war nach dem Einpacken. Den ist auf der Ware. Mein absolutes Highlight: vegetarische Mühlensalami und vegetarisches Mühlenschnitzel Cordon Bleu. So. Und leckere Früchte. Oh, Bananen und Bio-Orangen und Bio-Tomaten und Bio-Nudeln. Ach, hier sind die roten. Hier, Thüringer Landgarten. Das sind meine roten Kidneybohnen. 1,19 ist Glas. Absolute Unverschämtheit. Was tut man nicht alles für seine Gesundheit? So, noch irgendwelche Fragen? Tee, nicht Bio. Auf dem anderen Bild habe ich wiederum Bio-Tee. Hier sieht man Bio-Tee, Früchtetee von Bio. Ach ja. Und leckeres, gesundes Hostee. Ich liebe Bilder schon. Boah, geil. Seit wann verzichtest du auf Fleisch? Seit 3 Jahren. Das ist eine lange Geschichte. Vor 7 Jahren fing alles an. Da hatte ich extreme Darmschmerzen, Darmbrennen.
habe später herausgefunden, woran es lag, hauptsächlich an Zuckermilch und Glutamat. Aber ich habe mich halt vor 7 Jahren dann angefangen mit Ernährung zu beschäftigen und was alles so drin ist. Und da habe ich die Zutatenlisten durchgelesen. Da habe ich im Internet gegoogelt, was die ganzen Stoffe bedeuten. Und da habe ich so viel Schüsse gekriegt, da habe ich meine Ernährung komplett umgestellt. Ein paar Jahre später habe ich dann ein paar Veganern zugehört und das fand ich ganz interessant, was die erzählt haben. Und seitdem verzichte ich auf Fleisch. Also seit ziemlich genau exakt 3 Jahren. Ich habe auf meinen Zweitkanal ein schönes Video hochgeladen, so vor 10 Videos oder so. Da habe ich meinen 3-jährigen Werdegang ganz, ganz, ganz genau erklärt. Seit April 2015 habe ich aufgehört mit Fleischessen. Aber davor habe ich schon kein verarbeitetes mehr gegessen, sondern nur noch frisch geschlachtetes, unverarbeitetes und selbst gebratenes und selbst gewürztes. Da geht jemand online. Ich sage da mal Ciao. Ich will ja nicht wissen, wer. Ciao. Gut. Wieso gut? Isst du auch kein Fleisch? Ich habe auch versucht, auf andere tierische Produkte zu verzichten. Das funktionierte bei meiner eintönigen Ernährung aber nicht. Ach, hier sind noch Bio-Pilze. Moment, gehen wir mal zu anderen. Hier, leckere Bio-Pilze, die esse ich immer roh. Rohe Champignons, schweinelecker. Dann habe ich mir abgewöhnt zu kochen. Also ich koche schon noch, aber halt nicht mehr alles. Ich lasse sehr viele Dinge roh. Nachdem ich weiß, dass in Pflanzen 5000 sekundäre Pflanzenstoffe drin sind, die mein Körper zum Bauen braucht. Ja, ich weiß wer. Das kann ich mir auch denken, wer. Kannst mir schon denken. Hier ist noch ein bisschen was verarbeitet. Ungesundes dabei, ein paar Waffeln. Süßigkeiten sind auch ungesund, aber ansonsten versuche ich mich relativ stark biolastig zu ernähren. Sehr viel in Gläsern zu kaufen und nicht in Plastik und nicht in Alu, sondern sehr viel in Gläsern. Natürlich gelingt mir das nicht bei allem, aber so weit wie möglich. Und am allergeilsten finde ich halt vegetarische Salami. Ach ja, und vegane Teewurst. Tatsächlich, es gibt vegane Teewurst, zumindest bei Kaufland. Kaufland hat sehr viele vegane und vegetarische Produkte. Das ist wirklich. Aber wieso wusstest du doch nicht, dass ich kein Fleisch esse? Mein Gott, ich habe da schon 100 Reden geschwungen darüber. Okay, ansonsten ist ja Einkauf nicht mal erwähnenswert, außer dass ich halt noch sehr viel Salat esse. Sehr viel Salat esse ich. Ja, jetzt wird es mir angezeigt. Ich muss allerdings sagen, dass dieses Star Trek-Spiel, was er da spielt, wirklich stinkend langweilig ist. Ich bin ein riesengroßer Star Trek-Fan, aber dieses rundenbasierte Nichts, das ist ja nichts. Ich will als Star Trek-Mensch mit einer Waffe rumlaufen, irgendwelche Abenteuer erleben im Sinne eines Rollenspiels. Ähnlich wie zum Beispiel Mass Effect. So stelle ich mir ein Star Trek-Spiel vor. Aber das, was Uwe da macht, das ist ja. Gott! Das schläfst ja bei ein. Das ist ja nichts. Das ist ja ein Kartenspiel. So. Salat esse ich noch. Yam, yam, yam. Vor allen Dingen, wenn er verbilligt ist. Der ist nämlich unverschämt teuer von der Marke. Und manchmal ist er sogar reduziert auf 19 Cent oder auf 5 Cent. Ich hatte jetzt die klassischen 50% Verbilligung. Lecker Mischsalat. Flair de Provence. Eisbergsalat und Mangold. Sehr gesund. Okay. Spielen wir mal weiter eine Runde. Falls auch noch jemand da ist. So. Machen wir dem einen Stream mal zu, machen den anderen mal an. Mein eigenen aus. So. Ich wollte eh nicht allzu lange streamen mehr heute. Werden wohl bei mir heute auch nicht mehr als 2, 3 Zuschauer werden. Oh, irgendwelche Fragen zum Spiel oder zu meiner Ernährung? Ich bin da sehr redefreudig. So, blub, blub, was diese Themen so angeht. Zwar 87 Pilze, 77 Kartoffeln, es wird doch langsam. Ach ja, ein Mais. Aus Tierfett können wir wieder schöne Benzin herstellen. Tierfett kriege ich natürlich von Zombies, weswegen es eigentlich Zombiefett heißen müsste. Upsalala.
Okay, ich muss da hin. Nee, leider nicht. Schade. Okay, das ist definitiv ein Problem. Ach ja. Das heißt,
Auch nicht. So. Lass uns mal von draußen angucken. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen die Ecke irgendwie ein bisschen besser gestalten.
Hübsch. Kann ruhig bleiben, ja. Schmeckt gar nicht ran. Ups. Na so Leute, ich würde mal sagen, ich beende jetzt den Stream, da meine Zuschauerzahl gegen 0 geht. Dann sage ich mal leise bye. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Test, test. Oh, ich sehe so, wo meine Kamera steht. Ist ja witzig. Egal, ciao.